Herzlich willkommen zu Amatas Erfolgspodcast. Erfüllt und frei leben. Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise und zeigt dir, wie du auf der Grundlage von Werten, Freiheit, Fülle und wahren Reichtum dauerhaft in dein Leben ziehen kannst. Ohne Plackerei und ohne Verlust der Eigenständigkeit. Schön, dass du dabei bist. Mein Gruß geht heute in die Schweiz. Ich freue mich, heute eine Frau begrüßen zu dürfen, ja, die wir ja über diese sozialen Medien kennenlernen durfte. Das ist doch das Geniale, was hier alles möglich ist und die wirklich ein spannendes, interessantes Thema heute mitbringt. Und ich freue mich aber vor allem, dass du heute wieder dabei bist. Schön, dass du dabei bist und dass du heute zuhörst, denn ganz sicher ist auch für dich wieder ganz viel Wertvolles dabei. Ich begrüße heute im Interview Daniela Vollenweide. Liebe Daniela, ganz herzlich willkommen heute zu diesem Erfolgspodcast. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, lieber Martha. Es ist klasse, dass ich mit dir talken darf. Und natürlich ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Ja, und das Mal kommt sogar der Gruß aus Deutschland in die Schweiz. Denn wir sind gerade kurze Zeit in Deutschland, Familie besuchen. Und sozusagen sind wir fast in der Nähe das Mal. Und ich freue mich, diesen Gruß in die Schweiz, und ich freue mich vor allem auch über das Thema, liebe Daniela, denn bei dir geht es ja um ein Thema, mit dem du dich schon sehr, sehr lange beschäftigst, sehr intensiv beschäftigst, etwas, was man wenig liest, nämlich um Beckenboden auch. Und insgesamt aber um viel, viel mehr, um diese Fitness, um diese Energie 50 plus, was bei dir geht es um ganz viele spannende Themen. Aber bevor wir zu den Themen kommen, liebe Daniela, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du so privat und wie kam es denn zu dem, was du heute machst? Lieber Martha, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Es hat mich so gefreut, wie du mich schön begrüßt hast. Super. Ja, wie gesagt, ich bin Daniela Vollenweider. Ich bin unterdessen 48 Jahre jung und wohne in Basel. Das ist am Dreiländereck in der schönen Schweiz. Ich habe eine Tochter, die ist 23. Seit 20 Jahren bin ich alleinerziehende Mutter. Und im Alter von 16 habe ich mich entschieden, mein Hobby zum Beruf zu machen. Du musst dir das so vorstellen, Amata. Mit 16 habe ich begonnen zu modeln und habe während der Schulausbildung noch viel Fitness gemacht im Fitnesscenter, weil ich mir ja körperlich den letzten Schliff geben musste, und bin so täglich ins Fitnesscenter gerannt und habe Aerobic mitgemacht. Das hat mir so Spaß gemacht und das fiel auch dort positiv auf. Und dann habe ich neben der Schulausbildung eine Ausbildung zur Aerobic-Instruktorin gemacht. Später dann mit 20 habe ich mich zur diplomierten Bewegungspädagogin mit pflegerischen Gymnastik ausbilden lassen und habe diese Ausbildung hochschwanger abgeschlossen, geplant hochschwanger. Und nach einem halben Jahr Mutterschaft konnte mich nichts mehr halten und ich habe mir doch gesagt, ich nehme jetzt mein Kind und gehe wieder ins Fitnesscenter zum Unterrichten. Das ging wunderbar, denn im Fitnesscenter hat es ja auch Kinderhorte. Also das heißt, ich konnte dort meine geliebte Tätigkeit nachgehen und meine Tochter konnte eine Stunde oder zwei Stunden spielen. Das war ideal und das machte ich eine Zeit lang und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, ich mag nicht mehr so in die Halle rumbrüllen und hüpfen und tun und machen und völlig erschöpft heimkommen. Ich habe ja auch noch Haushalt und Kind und Mann dazu mal gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ich konzentriere mich jetzt immer mehr auf die gesundheitsorientierten Bewegungslektionen und die Lektionen für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Gesagt, getan, so habe ich mich dann auf Rückenstunden, Seniorenlektionen, Beckenboden, Bodyfit, einfach langsamere, ruhigere Stunden konzentriert und wurde dann von einem Fitnesscenter-Besucher
In ein Altersheim empfohlen. Und in dem Altersheim bin ich jetzt schon seit 15 Jahren bewegt und erfolgreich tätig. Einerseits als Personal Trainerin 1:1, so hat alles angefangen vor 15 Jahren. Das gab mir dann auch die Geschäftsidee, mich selbstständig zu machen. Und dann auch für betriebliche Gesundheitsförderung, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Altersheim, die arbeiten hart körperlich und die müssen fit sein, dass sie das schaffen. Und dann natürlich für seniorenspezifische Bewegungslektionen wie Bewegung im Sitzen, Sturzprävention, Gangschulung, Gleichgewichtstraining, Beckenboden natürlich und auch Rollatorlaufgruppe. Und jetzt bin ich seit 8 Jahren, jetzt sind es bald 9, selbstständig mit Daniela Vollenweider Personal Training, Gesundheits- und Fitnesstraining für die zweite Lebenshälfte sowie betriebliche Gesundheitsförderung in Basel und Umgebung und eben auch Beckenbodentraining neu. Jetzt habe ich Privatklienten von 50 bis 105, die ich daheim online und im Outdoor-Bereich fit mache, Altersheime mehrere und große Firmen und neu baue ich mir eben noch ein Standbein online mit Beckenbodentraining für die zweite Lebenshälfte für Frauen auf. Ja, das ist ja eben das super Spannende, liebe Daniela. Im Fitnesscenter kennt man das ja, das ist so was bekannt. Übrigens, ich war mal angemeldet im Fitnesscenter. Ich habe aber ganz schnell, ich bin ja eh nicht so der sportliche Typ, ja. Aber Fitnesscenter, das war so der Kopf, wo gedacht hat, ich muss was tun für meine Gesundheit. Aber ich ganz schnell gemerkt habe, dieses eingesperrt in Räumen geht für mich ja überhaupt nicht. Also es war schon nach dem Kloster so, dass ich ein Auto haben wollte, das offen ist nach oben, ja. Und viel draußen sein und Fitnesscenter ging nicht. Jetzt hast du gesagt, du bist erstmal raus, auch aus diesen Räumen und nicht immer nur dieses ganz stark Aktive auch, sondern auch hier verschiedene Möglichkeiten und Formen. Und dann hast du jetzt erstmal Altenheimen, aber dann auch Firmen, die Mitarbeiter, das alles. Und jetzt gehst du sozusagen noch einen Schritt weiter und sagst so, und was ist hier als online auch noch möglich? Ja, und ich glaube, das ist ja gerade in der jetzigen Zeit hat uns gezeigt, dass offline vieles möglich ist und auch total wertvoll und gut ist, dass aber gerade das Online natürlich auch nochmal die ganz andere Dimension eröffnet. Ja, lass uns doch da gerade mal hinschauen. Das ist ja dann oft so eine Herausforderung, so einen Schritt zu gehen von offline in online. Wie war das für dich? Ja, liebe Amata, das hat sich so durch Corona ergeben fast. Also ich habe Corona als Chance genutzt, die Corona-Krise als Chance und wurde da einfach aktiv, kreativ. Zum Beispiel durfte ich ja während den Corona-Restriktionen nicht mehr zu meinen Klienten heim fürs 1:1-Training. Besuche durften sie empfangen, aber mit dem Schutzkonzept und Maske und 1,5 Meter Abstand war es leider nicht möglich. Und so hat mich meine älteste und treueste Klientin im Personal-Training-Bereich doch angehauen, ob wir das Training, anstatt ich draußen in der Kälte, im Winter, im Garten und sie drinnen im Warmen, nicht auch online machen könnten. Obwohl sie am Anfang ziemlich gegen das Online-Training war, aber ich ging dann mal raus in den Garten, das war so -2 Grad eine Stunde lang und da hat sie gesagt, nee, das halte ich nicht aus, Sie dort zu sehen, Frau Vollenweider, wir machen jetzt Online-Training und das hat mir die Idee gegeben, mich mehr aufzubreiten online. Und ich trainiere ja auch während Corona nicht mehr so groß im Fitnesscenter, sondern mache mein Langhanteltraining daheim mit dem Equipment online und finde es sensationell zeitsparend. Ich muss nicht mehr insgesamt 1,5 bis 2 Stunden Wegzeit auf mich nehmen mit Parkplatzsuche, Parkplatzgebühr, Stau, nervige Reihen mit dem Weg. Und das ist einfach sensationell. Und auch die große Firma, wo ich betriebliche Gesundheitsförderung mehrmals in der Woche mache, die haben mir gesagt, wie wäre es, wenn wir jetzt das Online-Training anbieten für die Mitarbeiter zur betrieblichen Gesundheitsförderung anstatt live vor Ort, weil ich ja Zutrittsverbot hatte als Externe.
Und das läuft jetzt klasse. Ich habe mehr Teilnehmerinnen als davor und möchte eigentlich gar nicht mehr aufhören, weil da fällt mir jetzt die Wegzeit weg. Aber es ist beides schön, Amata. Also es ist schön, live vor Ort zu sein, aber auch online. Und jetzt mit dem Online-Kurs Ein starker Beckenboden in der zweiten Lebenshälfte möchte ich das so verbinden, meine Tätigkeit mit verschiedenen Standbeinen. Also ich fand jetzt zwei Sachen so spannend. Zum einen, dass du tatsächlich raus bist und vor dem Altenheim bei 2 Grad minus trainiert hast. Ja, also dass du wirklich, andere hätten vielleicht gesagt, nee, bei der Kälte, es geht nicht. Du hast es gemacht, ja. Also das einfach mal. Ich glaube, Dinge zu tun, die auch nicht so angenehm sind. Und dann hast du diesen Impuls von außen bekommen. Und ich glaube, das ist so oft in unserem Leben, in unserem Business, dass es immer wieder mal Zeiten gibt, wo ja so Impulse von außen kommen, wo man vielleicht selber so ja erstmal so ein bisschen vor sich herschiebt und dann kommt nochmal der Impuls und dann entwickeln sich Dinge, die man sich vorher noch gar nicht hätte so vorstellen können, ja, wie du jetzt sagst, in der Firma, wo noch viel mehr jetzt dran teilnehmen, ja, und du für dich selber einfach diesen Gewinn erlebst, erfährst, diese Parkplatzsuche, die es nicht mehr braucht, dieses Unterwegssein und so viele Geschichten. Und dann hast du natürlich jetzt dieses spannende Thema Beckenbodentraining in der zweiten Lebenshälfte angesprochen. Warum ist dir das so wichtig und was bedeutet das? Ja, angefangen hat es mit meiner Mutterschaft, Amata. Ich wurde ja mit 24 dann Mutter und habe in der Schwangerschaft nach dem Diplom zusätzlich noch eine Ausbildung gemacht für Geburtsvorbereitung, Rückbildung. Da war ich gerade ein Supermodell als Schwangere. Und konnte dann kurz nach der Geburt, ein halbes Jahr später im Fitnesscenter, Beckenbodenkurse unterrichten. Und seither begleitet mich das Thema einerseits, weil ich das immer wieder für meine Klienten aufbereite und andererseits, weil es für die Frau, also ich habe auch Männer, weil ich trainiere, aber für die Frau elementar wichtig ist, einen starken Beckenboden, aber auch einen elastischen, einen wachen Beckenboden zu haben. Sei es jetzt mal in der Haltung, gegen Rückenschmerzen, mit Inkontinenz im Alter ist das auch sicher ein wichtiges Thema, aber auch in der Sexualität. Beckenbodentraining ist täglich da. Das heißt, wenn du auf die Toilette musst, dann musst du ja spannen. Und wenn du dann auf der Toilette bist, dann musst du loslassen. Also der Beckenboden ist immer da. Und das Anspannen und Loslassen, das begleitet uns alle. Jede Frau, jeder Mann hat einen Beckenboden. Aber leider, leider ist das ein Tabuthema. Und da getrauen sich viele Menschen, das nicht öffentlich zu machen oder auch mit einem Arzt als Patient drüber zu reden. Und da möchte ich in die Öffentlichkeit treten und dieses Tabuthema publik machen und auch Menschen in der zweiten Lebenshälfte, vor allem Frauen, helfen, dass sie wieder Bezug nehmen, ihren Beckenboden kennenlernen, wahrnehmen, spüren, trainieren und entspannen. So wichtig, so wichtig. Also ich glaube, das ist ja auch dieses ganze Thema Anspannen, Entspannen, betrifft ja nicht nur den Beckenboden, ja, sondern den ganzen Menschen immer wieder im Leben, im Business begleitet uns. Aber es ist eben nicht nur allgemein dieses Thema, sondern wie du sagst, auch an ganz bestimmten Bereichen, wo man vielleicht oftmals so nicht hinschaut. Und das Beckenboden, wie du sagst, ist so ein Tabuthema, wie es so viele Tabuthemen gibt. Und ich finde es super, dass du genau mit diesem Thema auch nach außen gehst. Und ich glaube, du hast sogar demnächst eine Challenge, gell? Genau, lieber Martha. Ich bin jetzt auf Facebook und LinkedIn ziemlich aktiv am Seeding machen, am Launchen, dass die Leute aufmerksam werden, weil es ist mein erster Online-Kurs. Und dafür mache ich jetzt eine kostenfreie 5-tägige Beckenboden-Challenge vom 1. bis 5. September 2021 für Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Und die dann weitermachen möchten, die können dann beim kostenpflichtigen 28-tägigen Beckenbodenkurs ein starker Beckenboden in der zweiten Lebenshälfte gerne weiter mitmachen. So schön, das werden wir natürlich gerne in den Shownotes verlinken. Ja. Liebe Daniela, ganz allgemein, wenn man dich heute so fragt, was machst du beruflich, was sagst du so ganz in der Kürze?
Was ist das, was du heute beruflich machst? Ich bin die Fitmacherin für die zweite Lebenshälfte und auch für betriebliche Gesundheitsförderung und neu eben auch mit dem Beckenbodentraining online. Und Fitmacherin hört sich schon, ja, hört sich einfach schon fitmachend an, allein wenn du es aussprichst. Und ich glaube, gerade für die zweite Lebenshälfte so, so wertvoll und wichtig. Hättest du uns vielleicht so drei ganz praktische Tipps so aus deiner Praxis gleich hier für unsere Zuhörerinnen? Klar. Was ganz wichtig ist, ist, wenn man mit dem Training anfängt, mäßig, aber regelmäßig zu trainieren und dran zu bleiben. Das ist der zweite Tipp. Dran zu bleiben und durchzuziehen. Das betrifft aber auch nicht nur das Training, sondern auch das Leben. Also dran zu bleiben bei Sachen, die einem wichtig sind. Und ganz klar, was das Training jetzt betrifft, auf seinen Körper zu hören. Denn die Gesundheit der Körper ist das Wichtigste. Daniela, du hast die so ganz schnell so nebenher so gesagt, diese drei so wertvollen Tipps. Und ich glaube, die sind so, so wichtig. Die mag ich einfach nochmal unterstreichen, weil dieses mäßig, aber regelmäßig, ich glaube, das ist so ganz oft, wenn man was anfängt, dass gerade wenn es um Fitness und Sport geht, dass man oft so, wow, jetzt aber in die Vollen. Ja. Und genau das ist vielleicht der Punkt, der dann oftmals das Scheitern auch verursacht. Und lieber, wie du sagst, lieber sanft anfangen, mäßig anfangen und das dann aber durchzuziehen. Ja, ich glaube, auch das zu übertragen, sich in allen Bereichen. Und dann hast du gesagt, dieses Dranbleiben. Und dieses Dranbleiben, ich erlebe das immer wieder auch bei meinen Kunden, wenn es darum geht, um Reichweite aufzubauen, Online-Business aufzubauen, das ist auch dieses Dranbleiben. Ja. Es ist immer wieder, ich sage es mal, das Anfangen ist ein wichtiger Schritt, die Entscheidung zu treffen, aber dieses Dranbleiben ist oftmals die große Herausforderung. Und du hast im dritten Step gesagt, auf den Körper hören. Und ich glaube, häufig wird so, ich sage es mal, so sehr getrennt, ja, dass man dieses Außen oft mal nur sieht. Und es geht immer, wir sind Körper, Geist und Seele und wir dürfen und müssen auf unseren Körper hören. Unser Körper sendet uns Signale. Und ich kann mich so gut erinnern, wie ich damals die Ausbildung gemacht habe im Bereich orthomolekularer Medizin, diese Gesamtzusammenhänge, Magen, Darm, Herz, Kreislauf. Und dann habe ich auch irgendwann dieses Messen gelernt, ja, diesen radionischen Energietest. Der Körper sendet ja schon lange vorher Signale. Die Frage ist ja immer nur, verstehen wir sie? Ja? Und ganz häufig sind wir halt schnell mal dabei zu sagen, naja, man wird halt älter. Ja, statt zu sagen, was will er mir denn sagen mit diesen Signalen? Und ja, nicht ein Symptom zu behandeln, sondern zu schauen, was ist denn die Ursache? Und dahin zu gehen und das zu unterstützen. Von daher ganz, ganz lieben Dank für diese wertvollen Tipps, liebe Daniela. Jetzt bist du ja schon lange selbstständig und in der Selbstständigkeit, sagen viele, wow, das ist das Schönste, was es gibt, so selber arbeiten zu können, ja, selber entscheiden zu können. Aber oftmals gibt es auch einiges an Herausforderungen. Wie ist denn es bei dir gewesen oder gab es so große Herausforderungen oder was war deine größte Herausforderung? Vor allem, wie bist du damit umgegangen? Ja, Selbstständigkeit und natürlich auch alleinerziehend zu sein, das ist eine heiße Kombination. Das kann ich mir vorstellen, ja. Da hatte ich auch viele, viele schlaflose Nächte und Ängste. Aber ich muss sagen, ich hatte auch viel Glück und ich bin jemand, der dann wirklich, wie schon vorher erwähnt, dranbleibt und das durchzieht, weil es mir einfach wichtig ist. Aber die größte Krise war jetzt schon die Corona-Krise, wo ich meine Berufung, ich liebe meine Arbeit, eben wo ich meine Berufung nicht mehr so ausführen konnte, wie es bis anhin möglich war. Aber wie gesagt, habe ich diese Corona-Krise als Chance genutzt und bin jetzt mehr im Online-Business auch tätig. So genial. Ja, danke dir für diese Offenheit, weil ich glaube, gerade diese Corona-Krise war für viele wirklich die Herausforderung oder ist es vielleicht noch, ja. Und da sich zu entscheiden, das, wie du gerade sagst, das als Chance zu sehen und ja, dann die Schritte zu wagen, vor allem auch in Bereichen, wo man erst denkt, oh, das geht ja gar nicht, wie soll das funktionieren? Und
so vieles funktioniert, wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir es zulassen, so schön. Jetzt ist ja immer Selbstständigkeit, auch das Thema Geld ein Thema. Wie wichtig ist denn für dich persönlich Geld? Ja, Geld ist mir sehr wichtig. Geld ist auch in der Schweiz immer ein Thema. Ja, ich liebe Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Geld gibt mir auch Freiheiten und befreit mich als Selbstständige und Alleinerziehende von Existenzsorgen. Geld ermöglicht mir, Dinge zu kaufen, die für mich und meine Tochter persönlich wichtig sind. Also ich denke jetzt da als Gesundheitsfreak an biologische Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel im Premiumbereich. Ich habe gern freie Arztwahl und einen guten Service, wenn ich mal irgendwas haben sollte. Ich war bis jetzt zum Glück noch nie im Spital, außer bei der Geburt, aber auch mir zum Beispiel als Bewegungsfachfrau, die echt keine Freude an der Technik hat, als Bewegungsfreudige, die das Technikgedöns nicht mag, Hilfe zu kaufen mit Experten, die mir da unterstützen, beistehen, jetzt zum Beispiel das Online-Business auf die Beine zu stellen oder halt einfach auch mal was Schönes sich zu kaufen und das zu genießen oder auch Gutes zu tun mit dem Geld. Ja, du hast gerade so einen Aspekt angesprochen, der oftmals übersehen wird, auch dieses Abgeben können, ja? Also wirklich das Geld einsetzen zu können, das war die Dinge, die man nicht so gern macht, ob das ist Technik ist oder Haushalt oder was auch immer das sein mag, dass man da einfach sagt, okay, das kann ich abgeben. Es gibt Menschen, die das gerne machen, die da Freude dran haben. Und all das sind so Sachen, die dann auch möglich sind. Ja, und das ist so vieles, was einem dann da Freiheit schenkt. Und gerade, weil du auch angesprochen hast, im Gesundheitsbereich, das höre ich so oft, naja, Gesundheit ist wichtiger. Es geht nicht um das Entweder-Oder, sondern ich glaube, es geht genau um die Ergänzung und gerade aber auch im Gesundheitsbereich. Du hast biologische Lebensmittel angesprochen, du hast auch Arztwahl angesprochen. Also vieles in dem Bereich hat ja auch damit zu tun, kann ich frei wählen? Habe ich die finanziellen Möglichkeiten oder bin ich da aus finanziellen Gründen etwas eingeschränkt? Und ich durfte das ja selber auch erleben. Deswegen ist für mich das auch so ein wichtiges Thema, wo ich heute sage, ich will, dass jede Frau so viel verdient, dass sie einfach frei entscheiden kann. Ja, das ist so wertvoll. Liebe Daniela, wir haben spannende Themen. Beckenboden ist ein Thema, aber deine ganz praktischen Tipps, die du gesagt hast, gerade vorher, die jetzt nicht nur für den Beckenboden gelten, sondern die für unser Leben gelten und für die Fitness ganz allgemein. Ich glaube, wir könnten uns ganz lange unterhalten noch. Ich habe noch ein paar kurze Fragen und bitte dich einfach um kurze Antworten. Daniela, was sind deine drei größten Werte? Sicher die Gesundheit. Die Gesundheit steht für mich an erster Stelle. Mein Körper ist mein Kapital. Also erster Wert ist die Gesundheit. Dann der Erfolg. Und nachher kommt die Sicherheit. Aber ich habe noch viele andere Werte, aber du hast gesagt drei. Erfolg hast du gerade als Wert genannt. Erfolg bedeutet für dich? Das zu tun, das ich liebe. Also ich liebe meinen Beruf. Und ich denke, das spüren meine Klienten auch, die Freude zu haben, das umzusetzen, was mir wichtig ist und auch gut davon leben zu können. Was sind deine drei größten Stärken? Ich bin eine Dranbleiberin, also sehr konsequent. Und ich bin auch, ich würde jetzt mal sagen, ja, konsequente Dranbleiberin und eine Stehauffrau, die immer wieder, nun ja, wenn es Krisen gab, aufsteht. Und da gab es einige in meinem Leben, aber es ist wichtig, dass man sich einfach so vornimmt, das möchte ich im Leben erreichen und dann den Weg zu gehen, konsequent. Eine Schwäche? Ja, du liebe Amata, ich bin eine große Mir-Sorgen-Macherin. Da
muss ich noch massiv an mir arbeiten, dass ich mich nicht mehr so viel sorge. Und das bringt meistens doch nicht so viel. Es kommt meistens doch recht gut raus, vor allem wenn man so zielstrebig ist wie ich. Und das Leben meint es ja immer gut mit einem. Von dem her muss ich da wirklich die Sorgen abbauen. Ja, und dadurch, dass du dranbleibst, ist es so etwas, wo vielleicht einfach nochmal einen anderen Aspekt reinbringt. Liebe Daniela, gibt es so ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet? Es kommt immer so, wie es kommen muss. Oder man erntet, was man sät. Und ehrlich währt am längsten. Und was war so der beste Rat, den du je bekommen hast? Ich habe leider meine Eltern sehr früh verloren, aber meine Mutter hat mir dazu mal immer gesagt, Mädchen, werde ich, lass dir ja nichts gefallen und schmücke deine Seele mit schönen Bildern. Schön, so schön. Daniela, was ist so derzeit deine beste Buchempfehlung? Ich bin eine Leseratte und das war für mich ziemlich herausfordernd, mich auf ein Buch einigen müssen. Ich habe hier einige schon mitgenommen, aber ich muss dir ganz klar sagen, ich habe mich dann schlussendlich für Bodo Schäfer entschieden, und zwar die Gesetze der Gewinner. Dieses Buch lässt sich gut fürs Leben und auch fürs Business gebrauchen. Es hat kurze Kapitel, es ist einfach verständlich und es liest sich sehr schnell. Also das kann ich allen, die vorwärts kommen möchten im Leben, beruflich und privat, sehr ans Herz legen. Ich habe es auch noch für meine ganzen Autofahrten als Hörbuch. Ja, also kann ich nur auch unterstreichen. Wir werden es auch gerne in die Shownotes mit aufnehmen. Ein wirklich sehr praktisches, anregendes und auch gut umsetzbares Buch. Schäfer. So, jetzt haben wir eine kleine Internetunterbrechung drin gehabt, aber ich glaube, es geht schon wieder. Daniela, stell dir vor, du kämst auf eine einsame Insel, kannst nur drei Dinge mitnehmen. Welche wären das? Drei Dinge, es ist immer schwer bei mir. Ich habe schon eine riesige Handtasche. Vielleicht steht jetzt hinter dir die ganzen CDs. Ich möchte dich für drei Dinge entscheiden. Okay, durch das ich ziemlich handyaffin bin, nehme ich jetzt mein Handy mit Stromquelle und Wi-Fi. Da habe ich nämlich, wie du sagst, die Musik auch und die Podcasts und die Bücher und die Möglichkeit, mit meinen Leuten zu schreiben und mich auszutauschen. Dann natürlich Sonnenschutz in Form von Creme und Brille. Und ein Ding ist nicht ein Ding. Also meine Tochter ist nicht ein Ding. Meine geliebte Tochter würde ich auch sehr gerne mitnehmen. Die gehört mit dazu, dann bist du sowieso nicht allein und mit deinem Handy sofort verbunden mit allen. So schön. Lieber Daniela, welchen letzten Tipp magst du uns mit auf den Weg geben? Ich möchte euch nochmal motivieren, dran zu bleiben bei allem, was euch wichtig ist im Leben. Und denkt dran, das Leben meint es gut mit euch. Das Leben ist auf eurer Seite und genießt es. Ja, dem mag ich gar nichts mehr hinzufügen. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Daniela, dass du dir heute Zeit genommen hast, ja, uns so einen kleinen Einblick zu geben in dein Leben, in dein Business. Ich fand es total interessant und ich wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Herzlichen Dank, lieber Martha. Es war schön, mit dir zu talken. Und ich möchte auch allen Danke sagen fürs Zuhören. Grüße herzlich nochmal aus der Schweiz, sportliche Grüße, alles Liebe und gut und bleibt gesund. Ja, liebe Podcast-Freunde, bleibt gesund, um das geht es wirklich. Und ihr wisst, mein großes Anliegen ist ja, 1 Million Frauen zu zeigen, wie sie ein erfülltes, erfolgreiches, finanziell freies Leben führen können. Und wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann teile es gern mit deinen Freunden. Schreib vielleicht auch eine Bewertung in iTunes und wenn du magst, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Ich denke, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Aber vor allem denk dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht, sagt Henry Ford. Und ich glaube, er hat absolut recht. Deswegen lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata.
Ganz lieben Dank, dass du heute wieder bei Amatas Erfolgspodcast dabei warst. Alle wichtigen Infos zum Podcast findest du unter amatabayerl.de. Sind dir Werte wichtig? Dann zeigt dir Amata gern, wie du Freiheit, Fülle und wahren Reichtum in dein Leben ziehen kannst. Hol dir ihre Anregungen, Inspiration und buche direkt ein kostenfreies Gespräch. Zu guter Letzt, denke immer daran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Amatas Erfolgspodcast.